Moin Moin Leute, hier ist Janis Lee und willkommen zu einem weiteren Gamescom Video. Und zwar geht es heute um Blizzard Entertainment, denn heute gab es eine sehr nette Ankündigung, denn Blizzard wird auf der Gamescom über 500 Spielestationen haben. Was man da spielen kann, sind zum Beispiel Heroes of the Storm, Hearthstone, Heroes of Warcraft, was ihr sowieso schon spielen könnt, StarCraft 2 Legacy of the Void, was das neue Add-on für StarCraft wird, Overwatch und World of Warcraft Warlords of Draenor, das neue Add-on auch. Ja, ich werde euch den Link in die Beschreibung einfach linken und da werdet ihr erfahren, was es damit wirklich auf sich hat. Es wird auch ein paar Sachen geben zu den einzelnen Spielen, ein paar Ankündigungen, Live-Ankündigungen. Und Overwatch wird auf der Gamescom 2015 zum ersten Mal in Europa erhältlich sein. Also, falls ihr das Spiel mal wirklich spielen wollt, richtig schön antesten das Spiel, begebt euch zu Gamescom 2015. Wie gesagt, mein Fan-Treffen seht ihr auf meiner Facebook-Seite, falls ihr mich begegnen wollt, Entschuldigung. Ja, ich bin Janis Lee und das war ein kleines Infovideo zur Gamescom-Situation 2015. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.